Oh, scheiße. Oh, fuck. Fuck this place. Oh, das wird nicht gut. Okay, wir kriegen gerade einen Rage. Scheiß auf Mutters Nachricht. Oh, das wird Unglück bringen, aber das ist uns, glaube ich, gerade scheißegal. Oh Gott, diese Symbolik. Oh nein. Oh, dieser, da kommt der Selbsthass. Sie hat ihr Herz geöffnet. Und Rachel ist einfach gegangen. You know she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Fuck off, Rachel. I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Oh. Fuck cameras. Oh Gott. Das tut weh. Aber sie hat recht. Max hat sich nie wieder gemeldet. Rip a family apart from the inside. It's important to bring the proper tools. Fuck you, David. Oh ja, lass es raus. Lass es richtig raus. Das tut aber auch weh, Mann. Oh ne, ne? Ernsthaft jetzt? Das war doch schon genug Schmerz für einen Tag. Oh. Leute. Scheiße, ist das Blut? Nein, es ist Rost. Lass es bitte Rost sein. Yeah.
mich, wie Schmerz verträgst du in dem Alter, bevor es sich kaputt macht. Ach, Chloe, oh Mann, ey, siehste? Ich hab's doch gewusst. Mann. Why are you crying, sweetheart? Okay. Because you're not real. I'm not. Hopeless. What is going on? Du träumst, Mädchen. Du bist allein und träumst. What's past is prologue and shit. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. Where's my marker? Oh. Hmm. There it is. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off. Sie will es und sie kann nicht? Ja, gut. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. Ach, Dad, das ist schon in Ordnung. Dad used to hate it when I wrote on shit. No. I guess I did that. Sometimes people need you, though. Even when they don't admit it. Das ist sehr weise. Ja. Hey, Rach. Hey, Rach. Rach. Haha. Oh nein, 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 nein. Leute, warum? Oh Gott, sei denn in einem Wrack geschlagen. Ach du Scheiße. Ist doch klar, dass du da Albträume kriegst. Das ist so traurig, ne? Gott, das ist so traurig. Dann noch diese Musik dabei. Der Rabe.
Okay, wir sind im Park. You came. I'm glad. Ja, ich auch. Hey. I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. This is okay. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? Oh, the ones who were Gott, making out? Ich ahne es. That was my dad. Ja. Oh, all right. And that woman was definitely not my mom. Fuck. Oh, the worst part is, I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. Na, okay. Okay. I'm so sorry, Rachel. I don't... Okay. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat, and how calm he was, and the sound of his voice, and he was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him. Completely. Here. Klar, Chloe, zu ihm vertraut. I owe you an apology. Naja, komm, ich war auch nicht ganz... Hey, we were both kind of the queen of shitty... No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome. And you had the courage to tell me that you feel it too. Too. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation. And maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know, I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? You dropped that one guy with a bottle to the face. Only because you showed up at the last minute and... What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe.
I don't know anyone like you. Hm. Plus, you came along with me, no questions asked. Sag es ihr auch, komm. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... Scheiß auf ihn. Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Küsst euch. Küssen. Lasst euch küssen. Na komm. Can I borrow your lighter? Hmm. Thank you. Okay, das hat was Endgültiges. Ich weiß nicht, ob ich es tun würde. Es tut zwar gerade richtig weh, aber... Ja, gut. Gott, die kann irgendwas. Die hat auch Kräfte. Mach sie nicht wütend. Was? Oh Gott, du fackelst den Baum ab. Du fackelst den ganzen Wald ab. Scheiße. Rachel hat Kräfte. Ach du Scheiße. Oh Scheiße. Guck mal, Mr. Untreu. Und die Mrs., ja. Die ist beim Baum. Die hat's gesehen. Die hat es gesehen. Wieso grinst die so? Fuck! Alter! Erste Episode. Ende. Erwache, liebes Herz. Erwacht. Wer ist erwacht? Awake. Rage ist erwacht. Die Wut. Rachel. Ihre Kräfte. Chloes Liebe. Die Liebe füreinander. Oh Gott, ich bin völlig fertig. Alter, was eine geile Folge. Oh, was ein geiler Einstieg. Was eine geile Episode. Oh, super.
Gut, jetzt stehen wir da. Die beiden, kriegen wir es noch hin? Natürlich, die kommen ja zusammen. Wir müssen es hinkriegen. Wir kriegen es hin. Was war das mit Rachel am Ende? Die schreit und das ganze Feuer facht noch mehr an. Der Wind, die Blätter, alles donnerte da auf einmal los. Was war das? Leute! Auf dem Schrottplatz hatte ich ein Tränchen. Oh, das war so... Chloe, tut mir aber auch wirklich leid. Aber gut. Wir lassen diese Folge jetzt erstmal sacken. Diese Episode. Episode 1. Und ich werde das Ganze auch mal für mich nochmal im Kopf schön durcharbeiten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso gut unterhalten wie mich und bis dahin.
Es gebietet sich einfach, die Credits durchlaufen zu lassen. So viel gute Arbeit, die die Jungs da reingesteckt haben. Und Frauen, Mädels und, also, Frauen und Männer. Ich bin immer noch völlig geflasht von dem Ende. Unglaublich. So, unsere Entscheidungen. Du hast angegriffen. Du bist weggelaufen. Du warst gemein. Scheiße, ich war gemein. Du hast Nathan verteidigt. Du hast Rachel gesagt, dass ihr mehr als nur Freunde seid. Ja. Du hast das Geld genommen. Oh. Du hast Gras gekauft. Ah, das wird uns noch einen reingeben, ey. Buch gelesen, Foto wieder aufgestellt. Kein Geld. Ah, ich hätte ihr das Geld geben können. Fuck. Du hast Alien gesagt, dass er nicht zu der Vorstellung geht. Ja, sorry, ich bin ein Mädchen. Tut mir leid. Du hast Skip gesagt, dass seine Demo klasse war. Jawohl. Du hast das Tabletop mit fertig gespielt. Du hast Victoria sabotiert. Rachel gesagt, dass du an die wahre Liebe glaubst. Oh. Du hast deine Kopfhörer mit Rachel gelten. Ja, natürlich. Du bist vom Zug gesprungen. Ja, natürlich. Klasse. Super. Oh, sehr schön. Shit. No one steals from me. I want my fucking money. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das könnte noch was werden. Also, nein, wir starten die Episode jetzt nicht. Wir gehen ins Menü. Und ja, mal gucken, was da passiert. Schöne neue Welt. Ich bin gespannt. Also, ich verabschiede mich nochmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.